Ja, aber es dauert noch eine Weile, bis ich hier Ja, fertig bin. Ja, ist alles gut. groß, ziemlich großes Feld, halt, ja. Fangen wir Ich mit weiß. dem großen Feld an, Biene, mit 191. Ja. Da habe ich nämlich so schön die Bäume weggemacht. Ich weiß, extra für mich. Ich weiß. Man. Man war hier, ist alles in Ordnung. Man war da, ist auch nicht schlimm. Ach so, Kenny, Ja. Hackschnitzel, brauchst du noch welche? Wie viel und was willst du dafür haben? 3,50 Euro. Ich kann dir über 600.000 Liter geben. What? Nee. So viel brauche ich dann auch nicht. Sag was, 200.000? Kann ich aktuell nicht zahlen. Warte mal. Ich Naja, habe eine Idee. ich kann es ja erstmal noch eingelagert lassen. Ja, lass mich mal gerade was schauen. Hackschnitzel sind. Hallo Dirk, schön, dass du reinschaust und schön, dass du schon Also, mal liest. du hast 600.000 Liter Hackschnitzel, Über ja? sechshunderttausend. Okay. So, es ist der sechsfache Preis. Theoretisch. Wie viel habe ich aktuell? Lass mich gucken. Dirk schreibt 300.000 Liter für 2 Millionen. Garantiert nicht. Also, ich kann dir anbieten, du kriegst jetzt knappe 50.000 Liter Diesel Ja. und demnächst dann auch noch mal. Oh, Sobald ja. ich die fertig habe. Ja. Für wie viel? Für die Sechs. 600.000 Liter Hackschnitzel. Gut, machen wir so. Dann kriegst du 100.000 Liter Diesel. Ja, kann ich dir im normalen Tankwagen. im normalen Silo, in diesem Multifrucht-Silo da lagern? Du meinst in dem, was im Boden ist? Nein, nicht, dass ich Nein, wüsste. nicht das im Boden ist. Ich habe ja das andere noch stehen. Was wir auch auf der, Distanz hier hatten. ja, da kannst du es drin Finde ich lagern. gut. Bringe ich dir gleich rüber. Ja, ich mache hier gleich, sobald die Synchro fertig ist und Ja, ich guck jetzt. ich dieses scheiß Feld dann mal fertig kriege. Ja. Und ich sag dir dann gleich, ob ich noch Platz habe für Hackschnitzel. Was? Ich weiß nicht, ob alles reinpasst, aber dürfte jede Menge reinpassen. Ja, ich bringe dir erstmal immer so, ich bringe immer so 200.000 erstmal rüber. Und Ja. dann sehe ich ja, was reinpasst. Ja, ist knapp halb voll mit 471.000 Liter. Na, also. Also könnte gerade passen, ja. Ja, weil du ja sagtest, du hast über 600.000 Liter, deswegen könnte es verdammt eng werden. Ja, aber du kriegst ja wieder 200.000. Der ist weg, sehr schön. Der ist auch weg. Auch weggeklappt. Und 100.000 Liter Diesel, die hast du ja nicht mal eben so weggehauen. Nö, ist aber gut zu brauchen. So, hoffe ich mal, dass ich dann an unsere Tankstelle ranfahren kann und die damit beladen Ich weiß es nicht, ob du die da verkaufen kannst, aber ja. Wie gesagt, ne, kann. du Nicht kriegst jetzt erstmal. verkaufen. Und dann? Wir haben ja so eine Hoftankstelle. Also. Ich hoffe mal, dass ich die damit füllen kann. Ja, ansonsten, wenn du die in dem Silo von der Estancia hast, kannst du wahrscheinlich auch mit deinem Traktor drauffahren und da tanken. Okay. Musst du ausprobieren. Ja, muss ich dann mal schauen. Ja. Ich glaube, mal schauen. Schauen, 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 schauen.
Ein Schwader hast du keinen, gell, Kenny, oder? Doch, ein Schwader haben wir. Der steht draußen. Ja, dann schwadere ich mal, dass das jetzt nicht kann. Ja, ist okay. Kannst du machen. Der steht neben den Sämaschinen, neben dem Kalk- und Düngerstreuer, da steht er in der Ecke. Ja. Oder steht der, doch, ich meine, da steht der. Sonst steht der bei den, wo die Anhänger stehen, da neben dem ja, kleinen Häuschen. Danny, wo kommen die Hackschnitzel denn hin? Die Hackschnitzel kommen zur Tankstellen, also zur Dieselproduktion. Dieselproduktion, okay. Ja. Nee, das kann ich sagen. Also, doch. Ja, ich habe was Falsches angehängt, eine Baumstumpffräse. Ja, das ist die falsche. Der Schwader ist, der hat so riesige Teller. Der Grüne da, hm? Ja. Grün klingt gut. So, Achtung, Pink Lady auf der Straße. Aha. Ja. Erschreckt sich die Biene schon, dass du fast gearmt hast, ne? Erschreckt die sich, weil sie Angst hat? Fragen über Fragen. Ja. Also mein Fasten ist so wie gestern, besoffen. Ah ja, dann. Dann ist die Frage, ey, wer sollte mehr Angst haben? Der Helfer oder Biene? Also Biene fährt nicht mit dem Helfer. Nein, nein, aber wenn der Helfer auf der Straße unterwegs ist. Weil du sagst, ja Pink Lady ist unterwegs. Ja, so. Ich fahre mit der Pink Lady. Ach so. Ja. Ich schon wieder gedacht. Dass der Helfer unterwegs ist. Sagst du, schreibt nichts Neues. Ja, dann machst du was verkehrt. Nicht frech sein. Ich bin nicht frech. Ich glaube, das galt ein Deichsel. Oder euch beiden. Allen zwei. Allen zwei. Wow. Wie in einer guten Fahrstelle, sie hatte nur einen schlechten Mechaniker. Ja. Ein guter Mechaniker wäre direkt mitgefahren, ne? Und hätte sich aufs Auto draufgespannt, um direkt unterwegs zu reparieren. Ich glaube, wir kriegen heute noch richtig Ärger mit mir. Glaube ich nicht. Nicht wechseln. Die macht uns noch fertig heute. Was? Wechseln? Oh, jetzt fahren wir bekennen. Ja. So, na komm. Das Teil hier noch, weil den Rest können wir da erstmal stehen lassen, weil erst wenn wir das Feld da haben, reicht. Also dann können wir die Bäume hier fällen. Ja. Na komm, gib es mir. Ja. Sehr schön, damit ist es weg. So. Jetzt einmal noch drehen. Höp. Nein, 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 so war das nicht gemeint. Nicht den Traktor auf die Seite drehen. Nein. Halt, da war noch was. Ach übrigens, ich habe die Rübenschnitzel und die platzierbare Rampe, ne? Ja. Ist dran, okay. Und läuft alles im Moment, ja. Mit? Also, dass wir hier jetzt gerade nicht sauber rauskommen, geht mir aber etwas auf den Keks hier. Muss der doch noch weg. Zumindest ist der kleine hier. Also Schleimen brauchst du jetzt auch nicht. Ja. Deichsel schreibt jetzt, was für ein perfekter Fahrstil. Ja.
Eigentlich so ein bisschen Schleimer. Jetzt schleimt er. Achtung, gleich sind die Straßen also noch rutschiger als eh schon. Ja. Rutschiger als gestern. Ja. Was? Wieso hänge ich jetzt hier? Irgendwo da ist was. Das ist wieder ein kleiner Baumstamm. Hallöchen, Dirk. Schön, dass du in der Party bist. Hallo. Hallo, Dirk. Hallo, Dirk. Ich höre noch nicht. Doch, ich habe ihn gerade gehört. Okay. Also ich höre dich. Ich höre dich auch, ja, aber ich kenne ihn noch nicht, glaube ich. Nee, noch nicht. Aber das ist ja... Bist du sicher, Dirk? Was denn? Das ist es. Kenny will dich nicht hören. Ach Quatsch. Da stehe ich dann zu, wenn das so ist. Ach. Hörst du ihn denn nicht, Kenny? Nein. Mal eben ganz schnell gucken. Party. Bei mir blinkt er noch. Das heißt, der Chat, der Voice-Chat zwischen ihm und mir ist aktuell noch nicht geladen. Ja, er sagt gerade, er hört dich auch noch nicht. Ja. Manchmal gibt es da solche Probleme. Ja. Ah, da Öhrchen. Ja. Hallöchen. Siehst du. So. Na, Kenny? Hä? Kenny, wo kann ich den abladen an diese Produktion? Moment. Gib mir eine Sekunde. Ich weiß, 21. So. Ich hüpfe jetzt mal eben rüber und zeig dir das. Ne, Moment, da haben wir ja gar nichts stehen an Fahrzeugen. Muss ich so machen. Warte, ich bin mal im Ausgestiegen, kannst bei mir reinspringen. Ah, gut. Wenn ich treffe... Hier hin. Hier muss es stehen. Warte mal, ich stell dir die Pink Lady dahin. Konnte ich aber eben nicht abladen. Oder war ich nicht auf dem Hänger? Du bist nicht auf dem Hänger gewesen, zum einen. Und zum anderen wäre hier der Trigger. So, okay. Bitteschön. Danke. Okay. Oh. Und dann kannst du das nämlich hier immer schön reintun. Mhm. Jawohl, da gehen die Hackschnitzel hoch. Sehr schön. 200.000 Liter sind das erstmal. Mhm. So. Holen wir den gerade schon mal. Wenn ich jetzt wüsste, ob der mit dem Anhänger vernünftig fährt oder nicht, wäre das herrlich. Sag mal, Anke, hast du nochmal Felder gekauft? Nein. Klang gerade nicht sehr überzeugend. Doch, na klar, der Felder gekauft. Aber da waren wir zusammen auf dem Surfer. Echt? War das den Tag noch? Ja. Ich hüpfe durch Fahrzeuge. Oh ja. Wieso? Wie kommst du da drauf, Dirk? Ja. Die 126, 185, 127, war das den Tag gewesen? Ja. Ja, gut. Naja, sonst halt da. Nee, ich werde jetzt Verkaufsfahrt machen und dann werde ich mir 1, 2, 3, 4, 5 Felder noch holen. Aber, ne, ich bin der hier mit dem Größenwahn und alles, nur weil ich alles selbst produziere. Alles Gute, ja. Kenny. Alles gut. Unglaublich. Aber Kenny, dafür habe ich auch fast 1 Million Trauben drin, fast 1,5 Millionen Salat drin, also daher. Ja. Kenny? Ja. Ja. Wir müssen noch mal reden. Ich habe über 1 Million Hackschnitzel. Läuft. Ich habe auch noch 300.000. Also wenn ich das eben richtig gesehen habe, hatte ich eben noch 1,7 Millionen. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die her habe. So viele Bäume habe ich doch gar nicht gefällt. Scheinbar schon. Muss ein Fehler sein. Das muss ein Fehler sein.
Düsen wir jetzt mal wieder runter. Dirk macht jetzt Verkaufsfahrten. Ja, habe ich auch nichts zu tun, meine Felder, das läuft. Kann ich ernten. Gras mähen. Auch wenn du was ernten willst, kannst du bei mir Gras mähen. Nee, ich verkaufe erstmal. Okay. War ja nur so ein Gedanke. Ja, alles gut. Wieso, welches Feld wäre denn das? Ach, Dino ist jetzt bei 191, der muss noch 185 gemacht werden. Oh, ist aber so ein kleines. 218 ja. Muss noch gemacht werden. Warte, 218, wo sind die hin? Bei meinem zweiten hoch oben. Ach, da drüben. Ja, statt da oben. Ja, ja. Und dann 171, 172 muss noch gemacht werden. Ist da unten. So. Ich verkaufe schnell und dann kann ich euch unterstützen. Mach mal ganz in Ruhe. Erstellung zulassen. Ah, ich weiß noch nicht wie lange, weil meine Frau ist jetzt gerade einkaufen. Aha. Jetzt? Und was? Ja, Kaufland hat bis 22 Uhr offen. Wirklich? Ja. Und dann müssen wir noch Sachen packen. Ja, alles gut. Wenn nicht, dann nicht, dann ist das. Jetzt eben. Ach ja, ihr fahrt ja morgen weg. Stimmt. Ja. Ja, ich bin morgen auch nicht live. Ich schaff das morgen nicht. Oh, alles gut. Soll ich sowieso nicht da und daher. Nee, ich bin morgen unterwegs. Wie war es denn heute? Ja. Ist doch so gut? Eben. Ja, ich bin heute morgen zur Arbeit gekommen. Der erste Satz war von meinem Vorgesetzten. Danke, schön, dass du wieder da bist. Montag nimmst du bitte einen Tag frei. Ich höre schon wieder bei irgendwem Echo. Wieso nimmst du Montag schon wieder frei? Oder musst du frei nehmen? Weil wir alle zwei Monate immer so einen Sondertag frei haben. Ja, aber du hattest... Ja, okay. Und den hatte ich noch nicht. Und eigentlich geht das noch bis Oktober. Aber irgendwie hat er sich jetzt vertan. Jetzt nehme ich den Montag. Da hast du jetzt ein schönes, langes Wochenende. Ja. 4 Tage frei und dann einen Tag in Hannover. Also 5 Tage nicht arbeiten. Sorry. Und dann 3 Tage arbeiten, dann ist schon wieder Wochenende. Mhm. Nee, 2 Tage arbeiten. Dann ist schon wieder Wochenende. Ja. Ja. Stimmt. Glück wird's mal haben. Ja. Ja, siehst du. Ja, das stimmt. Ja, also ich wäre ja schön blöd, wenn ich sage, nee, ne? Wenn der schon sagt, ja. Ja, sicher. Vor allen Dingen, weil ja nächste Woche sowieso nur ein kurzer Tag ist und jetzt hat er zum Feierabend festgestellt, ist das Montag nur noch die Leute da, die arbeiten. Oh. Aber wie heißt das so schön? Es ist nicht mein Problem. Richtig. Hätte er das nicht gemacht heute Morgen, wäre ich Montag hier starten. Pech gehabt, ne? Ach du. Ich setze mich schön zur Hose hin, Füße hoch und gucke aus dem Fenster, wenn sie vorbeifahren. Ja, glaube ich dir. Ich bin ja nicht gehässig, ne? Aber in solchen Sachen bin ich gehässig. Na, oh, alles gut, darf man auch mal sein. Jo. Ich aber mit einem Gläschen Bier hinsetzen und feiern. Jo. Das kriege ich wohl hin. Das ist dann gehässig. Das muss ich allerdings sagen. Das ist nicht gehässig, das ist Setz live. Ja, ja, klar. Aber die Kollegen können ja nichts dafür, wenn der Chef sagt, du nimmst frei. Nö, das ist ja richtig. Ja. Ich bin vollkommen entspannt. Deshalb kannst du nicht laufen. Ja. So, denn, und dann arbeite ich da drauf die Woche komplett durch. Und dann habe ich schon wieder eine Woche Lehrgang. Oh, kann man machen. Ja. Ich hab den falschen Job. Eindeutig. Aber Dirk, du möchtest auch nicht bei mir in der Firma arbeiten. Ach du, das ist so mal als Ausgleich. Ey, die hatten gestern ja wegen ihrer psychischen Belastung da das, dieses ja. Große da bei uns auch in der Firma. Und?
Die haben da was ausgefüllt vor anderthalb Jahren. Mussten so Ja, Fragebogen ausfüllen. Die sind gar nicht auf unseren Berufszweig zugeschnitten. Das haben sie gestern festgestellt. Also kann er vor uns, anderthalb Jahren. ja, also kann er uns da gar nicht weiterhelfen. Läuft. Ja. Rückwärts und bergab und das voll Karacho, aber läuft. Ja. Die Kneipe in Sicht und die Polizei im Rücken. Genau. Ja. Also Weißt du jetzt? das ist Wahnsinn, was da für Gelder rausgeschmissen werden. Ja. Bei uns hieß es ja früher Supervision. Den Begriff Zum kenne ich auch Anfang habe ich noch. immer mitgemacht. Aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Weil ich gesagt habe, für mich festgestellt habe, es bringt nichts. Das war dann für die, die dann hierher kamen, das war für die total in Ordnung. Und dann hatten wir ich glaube nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren müssen die wechseln. Und dann hatten wir eine neue bekommen. Die kam dann schon nicht mehr zu uns, zu der mussten wir dann hinfahren. Also völlig gaga eigentlich. Und dann, da waren wir 3 Mal oder so. Dann hab ich aber, also hat sie eigentlich quasi, wollte sie meiner Frau und mir Sachen unterstellen, die gar nicht stimmen. Wir hätten doch Probleme und wir sollen nochmal über unsere Probleme reden. Und da habe ich Okay. gesagt, nee, ich gesagt, wir haben keine Probleme. Also wir machen das seit so vielen Jahren. Ich gesagt, wir haben persönlich privat keine Probleme. Und dann würde ich die mit ihnen auch nicht bequatschen. Also daher. Kenny, ich Ja. habe noch 71.250 Liter Hackschnitzel drin. Wo soll möchtest du die hinhauen? Die passen nicht rein. Nein. Kannst du die bei meinem bei meiner Produktion unten bei Feld 188 da am Kreisverkehr da reinschütten? Bei deiner Holzfabrik. Ja. Ja. Danke. Sag doch ganz einfach bei deinem Sägewerk. Bei der Bretter Ja, und seitdem haben Produktion. wir keine Supervision mehr. Jo, das passt doch. Ja, na, die wollten uns immer wieder einen aufquatschen, aber das bringt ja nichts. Wir wollen ja nicht über unsere Probleme reden. Oder wenn wir als Team Probleme hätten, wollen eigentlich über die Sachen, über die Kinder reden und das wollen sie ja nicht. Ja, was für uns ja eigentlich wichtiger wäre, aber das wollen sie ja nicht. Also lassen wir es. Die anderen Gruppen machen, aber wir sind die einzige Gruppe, die nicht macht. Das bringt ja dann auch nichts, ne? Nee, weil ich finde das sowieso rausgeschmissenes Geld. Darum sage ich ja, jetzt haben sie ja festgestellt, dass das, was sie da angezettelt haben, dass das für uns alles überhaupt nicht zutrifft. Was da an Gelder geflossen sind, das möchte ich gar nicht Ja, wissen. Das möchte ich das nicht wissen. kostet ordentlich, ne? Vor allen Dingen, das ist ein selbstständiger Psychologe, ne? Den sie da Ja. angeworben haben. Und die sind nicht gerade billig. Nö. Also Das bei euch ist es stimmt ja wohl. sowieso noch mal ein bisschen teurer als bei uns. Ja, klar. Alleine schon dafür, weil wir ne, öffentlicher Dienst sind. Da werden die Preise sowieso noch mal angehoben. Jo. An welchem Baum Von hänge ich? dem Geld kannst du ja immer die ganze Bude neu renovieren. Ja, so ungefähr, ja. Sieht doch hier unten auch schon mal gut aus. Oh, da muss ich noch mal lang. Da ist nicht sauber, da ist keine saubere Kante drin. Also sparen uns den Scheiß und dann ist gut. Ja. Man muss wissen, wann was sinnig ist und wann nicht. Ja, bei uns gibt es so ein Qualitätsmanagement und da steht sowas drin und danach müssen wir uns ja eigentlich richten. Ein QM-Handbuch, aber nee. Ich bin sowieso kein Freund von so einem Schwachsinn. Meine Frau auch nicht. Also daher. Da ist das Sägewerk. Doch. Ja, alles gut, das galt nicht dir. Achso. Das galt Also hier hier. stehen schon mal keine Holzpaletten mehr draußen. Das ist schon mal Nee, viel die wert. habe ich. Die stehen aktuell an einer anderen Stelle. Ins Silo oder in eine Fabrik rein? In eine Fabrik. Ja, ich habe keinen Platz im Lager, deswegen kriege ich die aktuell nirgends rein. Das ist mein Problem, Dirk. Achso. Sonst hätte ich die schon eingelagert.
Aber aktuell klappt das noch nicht. Verkaufen fahren. Ich will die Holzpaletten ja nicht verkaufen, ich will daraus Möbel machen. Nur die Möbelproduktion ist nicht so schnell. Ach so. Ja. So habe ich abgeliefert, Kenny. Ich danke. Dein Haufen ist auch größer geworden. Ja. Wie sich das anhört, dein Haufen ist auch größer geworden. Ja, das klingt sehr komisch, Anke. Zeug aus deinem Mund. Jetzt ist mein Häufchen größer. Scheiße, ey. Verdammt. Musst du nochmal fahren. Ja. Nee, ich krieg nur 100.000 Liter Diesel. Ich Bilder am Kopf. Oh nee. Von einem Haufen. Oh nee. Plastiktüte, muss man das jetzt aufnehmen? Ey. Ach, alles gut. Solange ihr die Bilder im Kopf habt. Ich hab keine Bilder im Kopf. Ich auch nicht. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich auch nicht. Ich bin gerade hochkonzentriert, hier die Felder am verbinden. So, da. So, jetzt fange ich an. Es geht los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch. Yeah. Was willst du machen, Hanke? So, Fabrik Nummer 1. Abreißen. Abreißen. Was reißt du ab? Abreißen. Ich habe gerade 3 Fabriken von uns abgerissen. What? What? Welche? Die Mehlfabrik, die Schneiderei und die andere. Okay. Und dafür Geld ausgeben. Kenny 2. Dafür kommt nicht die All-in-One-Produktion hin. Also, ich wollte ja noch gucken, was ist das hier? Das ist Raps. Muss ich jetzt mal gucken, können wir Raps aktuell noch anbauen? Mhm. Ist noch Anbauzeit? Leider nein, verkackt. Oh, Biene, und wir haben sogar noch 30.000 Gewinn gemacht. Wow. Ich bin gut. Happy Birthday. Ich klopfe mir mal selber auf die Schulter. Gekauft. Halt, habe ich da alles erwischt? Jetzt auf alle Fälle. So. Jetzt gehe ich die Biene unterstützen. Unterstützt kannst du ein. Wow. Kein Ton mehr von Biene verstanden. Ich habe nur verstanden, unterstützen kannst du. Das ist doch ihr MR-Headset. Nein, ich habe ein neues. Heißt das? Ein neues? Entschuldige bitte. Biene. Das klappt aber wie das alte gerade. Biene, fällt dir was auf? Du bist ganz in grün. Ja. Unser blau-roter Tracker ist weg. Wieso? Der ist jetzt grün. Ach so. Ich hab den umlackiert. Ist der Traktor schlecht, weil er so grün ist? Ja. Der ist an dem Haufen vorbeigekommen. Genau. Okay. Dann gehe ich weiter mit
Jo, gehen wir weiter. Nee. Welche Stelle war Ja. es? 100, 218 noch? Du kannst 18? aber, mach mal als erstes 185. 185. Ja, das ist noch auf dieser Seite des Baches. Hanke, ich würde dann ganz runterfahren auf die 172. 172, 171. Würde ich euch abmähen. Ja, kannst du in Schwarz legen? Kannst du das in Schwarz legen? Ja, ich hab das Mehlweg dafür. Ja, dann ist ja gut. Dann leg ich das bitte in Schwarz. So, Moment, jetzt will ich gerade was wissen. So, das Feld gehört uns. Wenn ihr willst wissen. Ja, jetzt will ich es wissen. Was haben wir hier drauf? Willst du die Das Etage draus machen? müsste doch Mais Ah, sein, okay. oder? Oder, oder, Ich will oder? jetzt Ja, einmal Woll, unsere Mais. Grasfelder alle mit Gras abmähen und dann das nächste Mal mit Heu machen. Okay. Gerste. Und das ist Du kannst auf der Karte Rapsgebein. gucken, linke Seite. Richtig? Du kannst Richtig, die sehr Karte schön. gucken, linke Seite. Ganz links. Okay. Habe ich Mais kann geguckt. man theoretisch Jetzt nur noch von den Weintrauben. Nur anpflanzen. von den Trauben. Wow. Okay. Ja. Ich habe aber noch 1 Million, 1,1 Millionen Salat drin und einen knapp 1,1 Millionen Oliven. Was willst du mit so viel Geld? Also Aus keine Felder Mais mehr kaufen. könnten wir. Keine Felder mehr kaufen. Nein. Aber Mach Mais, noch es einen gibt zweiten keinen Schweinestall. Oder Stroh. Kuhstall. Du meinst einen zweiten Kuhstall? Ja, Nein. eigentlich wären die Nein. beiden gut. Nein. Was machst du denn? Weiß ich noch nicht. Anlegen. Ja. Es wäre eine Idee, aber fragt man sich bei wem, Biene? Ja. Bei dir selbst. Börse. Börse. Wenn es hier eine Börse geben würde, das wäre schön. Ja. Naja, wenn du es so willst, ne, die Produkte sind die Sachen, die du an der Börse handelst. Ne, weil ja die Preise auch immer wieder unterschiedlich sind. Das stimmt allerdings. Also so gesehen, eine Börse gibt's ja. Jo. So. Zusätzlich. Jetzt eben noch da das Stück machen. Machen Monte Gras. Wer hat das Papier? Welches? Ja, wo ich das Glas reinmachen kann zum Drehen. So, jetzt brauche ich keine Felderstellung mehr, jetzt brauche ich nur noch den Rest und ups. So, soll ich euch was sagen, Leute? Sobald wir gleich da oben sind, lasse ich das den Helfer machen. Und ich muss euch dann nämlich mal was zeigen. Mir ist vorhin was Hui. aufgefallen, Leute. Das Hui. glaubt ihr nicht. Was ist dir aufgefallen? So. Das zeige ich jetzt meinen Zuschauern. Dann muss ich ja wieder deinen Streamer machen. Nehmen wir mal die rote Rakete. Die rote Rakete. Wir haben die Pink Lady und er hat die rote Rakete. Den roten Baron. Ich weiß nicht, das passte Nee. nicht so. Rote Rakete hört sich gut an. Ja. Und daher, dass das der Helfer ist, ne, wo der einmal lang fährt, da ist alles platt, oder wie war Ja. das? Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss mich ver doch, ich muss mich verfolgt fühlen. Also nicht von mir. Du sag mal die 187 auch. Nee, die ist nicht mehr in seinem Besitz. 187 ist nicht in meinem Besitz, ne. Nee, deswegen ist Okay. die Zahl weiß. Ne, das habe ich gerade nicht so gesehen, so schnell war er. Nein, das sind nur unten 171, 172. Und dann gegenüber von der Stadt 218. So.
Jetzt müssen wir hier erstmal suchen. Hier stehen nämlich garantiert Paletten rum von mir. Und ich weiß nicht warum und wo, aber müssen wir jetzt halt mal schauen. Das ist die die Windmühle. Die gehört mir ja nicht. Da brauchen wir nicht nachgucken. Spinnerei. Springen wir mal gerade hier rüber. Und da stehen keine Paletten. Okay. Dabei war vorhin so viel Wolle noch über. Was heißt Wolle? So viel Stoff. Da habe ich echt gedacht, der hätte das nicht verteilt, weil der nämlich hier auch auf Behalten stand. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich müsste hier noch was einsammeln. Aber nein. Okay. Dann fahren wir erstmal weiter. Wenn der Kenny denkt, dann denkt er zu viel. Wenn ich denk, dann denk, dann denk ich nur, ich denk. So, da ist nichts draußen an Paletten. Das Denken soll man den Pferden überlassen, die haben Ach, einen nur weil die den größeren größeren Kopf. Kopf haben. Ja, genau. So, hier geht's Dann rein. sitzen aber bei uns im Büro die Falschen. Okay. Ist das die Molkerei? Ja, genau, das ist die Molkerei. Produktion kaufen, Molkerei, genau. Das wäre die Wieso kannst du Molkerei. das nicht bei dir machen? Was? Molkerei? Nein, Bei nein, deiner ich Olm? suche. Ich suche noch hier Produktionsstätten gerade. Ja, weil du gerade sagst, Molkerei kaufen. Ja, weil ich nachgeguckt habe, ich bin an den Schraubenschlüssel gegangen und. Oh, hier steht auch nichts draußen. Keine Bretter. Gut, die verteilt er automatisch. Weil Das Molkerei wäre passt. ja was für Dirk eigentlich. Ja, die will ich auch gar nicht haben. Hier steht auch nichts. Was bist du? Was haben wir hier? Das ist die Bäckerei. Okay. Also, er hat nämlich vorhin, als ich wegen meiner Produktion geguckt habe. Hallo. Ich will da drüber hüpfen. Geht doch. Hat er mir nämlich zwei Betriebe angezeigt, die auf Behalten standen. Und jetzt stehen die beide auf Verteilen. Und vielleicht habe ich ja noch Glück gehabt, weil das wäre auch die Schneiderei. Okay. So, wo haben wir denn die Schneiderei? Auch irgendwo da unten. Ja, irgendwo, genau. Nein, Stoff. Da. Eine Runde Markierung bitte. Ah, da sind wir schon dran vorbei. Okay. Dann eine Runde wenden. Jetzt habe ich gedacht, jetzt könnte ich hier den neuen Anhänger ausprobieren, wie das so ist mit dem Beladen und alles. Aber nein. Das ist schlecht. Ach, ich habe gleich noch ein bisschen was, was ich verkaufe. Also deswegen. Ja. Ja, ich muss So, was das noch wäre kaufen. hier. Aber hier vor steht auch nichts. Das heißt, das hat auch geklappt. Upsa. Wieso? Warum machen Sachen? Hängst am Zaum. Ja. Ach, ich bin mit dem Hinterreifen einer Laterne hängen geblieben. Okay, Weißt du, hier was ist geil ist, Biene? nichts. Was denn? Die Produktion, die ich jetzt gebaut habe, ne? Aha. Da können wir sogar Silage aus Stroh machen. Oh, sehr Ja. geil. Finde ich auch. Und wir können Pommes produzieren, wenn wir Kartoffeln haben. Oh, lecker. Ich habe Brauchst heute du dann tatsächlich Bock auf Pommes. noch Sonnenblumenöl oder reicht dann abkaufen? Naja, du machst ja nur die Pommes, du frittierst sie ja nicht. Ja, aber
Kommt drauf an, ich habe auch auf einer Karte gespielt. Da brauchtest du Sonnenblumenöl, ohne ging es nicht. Okay. Ich glaube, da brauchst du nur Kartoffeln für. Kommt immer auf die Mod drauf an, halt, ja. Ich kann gleich noch mal gucken, aber ich glaube, das waren nur Kartoffeln. Ich glaube auch. Weil du dir ja nur die rohen Kartoffeln herstellst und keine frittierten. Guck Oh, mal eben schnell. mein Guck mal eben schnell So, nach, dann Helfer sage ich ist dir das fertig. gleich. Ja, musst du nicht nachschauen. Doch. Ich habe Herr gerade einen Kenny, Switch. du gerade da bist, wo war dieser Ladewagen schon wieder? Ich habe schon wieder vergessen. Welcher Ladewagen? Der da. Der, den brauchst du doch noch. Du bist doch noch nicht fertig. Du hast ja noch Ja, ich möchte Feld. erst Schwaden halt dann. Ach so, ja, dann stell den irgendwo hin. Der steht ja eigentlich bei den Tieren vorne. Ah, vorne war. Ah ja, stimmt, da stand er vor dem Schafstall, Genau, aber ne? So, alles ja. gut. Ja, ich möchte Also halt immer die. wieder so hinstellen, damit ich dann auch wieder weiß, wo ich es geholt habe, weißt Ja, alles gut. Wie? Jo. Das geht nur aus Kartoffeln. Nur Kartoffeln, na, sehr Nur schön. Kartoffeln, ja, und dadurch kriegst du 170. Warte mal, was war das? Okay. Aus 200 Kartoffeln kriegst du 170 Pommes und 30 Schweinefutter. Na, ich spiele halt oft die Karte, ich weiß nicht, ob ihr kennt, The Valley, The Old Farm, kennt ihr die? Ja, habe ich Die auch hat mal halt gespielt. eine Produktion bereits drauf für Pommes, ja? Aber da brauchst du, wie Okay. gesagt, auch noch Öl. Okay. Ich fahre, als wenn ich besoffen bin. Aber Machst ich du finde einen auf das Biene, ja? eine wunderschöne Karte. Es gibt sowieso schöne Karten. Oh ja. Ja. Aber es ist halt nicht für Mehrspieler geeignet. Ja, Wieso? weil es halt nur einen Hof hat. Ja. Müsst Ah. halt Also selber halt. wenn man irgendwann sagt, man hat von diesem Projekt hier von der Drenzlerwaag genug, ne? Dann bin ich ja dafür, dass wir dann nochmal alle eine Karte, wo wir einen Hof zusammen machen. Es gibt halt auch noch Bauplätze, wo man auch Höfe bauen könnte. Das geht nicht schon. Ja, ich hatte jetzt an die Karpatenlandschaft gedacht. Okay. Okay, sagt mir nichts. Ja, schon gehört, aber. Die hat Riesenfelder. Ah, okay. Also Estancia würdig. Okay. Aber Könnte man dann mal schauen. noch läuft dieses Projekt. Genau. Ach ja, So, okay. also, ich habe jetzt 16.000 Bretter und weißt du was? Daher, dass meine Produktion randvoll ist, ich zeige euch das auch mal gerade, Leute. Also, wir haben 100.000 Liter Bretter auf Lager. Dann muss ich jetzt nach oben scrollen. Haben wir in der Schreinerei 18.000 Liter Bretter, die zu Möbeln verarbeitet werden. Dann haben wir. Wo haben wir's? Wer sucht, der findet. Hier. Das ist auch randvoll mit 110.000 Liter Brettern. Also können wir ruhig die eine Ladung verkaufen, damit wir die Slots wieder freikriegen. So, dann gucken wir mal, wo kriegen wir denn den besten Preis für Bretter? 1.302, oh, alles verkauft. 1.367 nehmen wir. Markierung setzen, Abfahrt. Und das machen wir jetzt natürlich mit der roten Rakete. Aber halt, bevor wir das machen, wisst ihr was? Wir probieren es einfach. Helfermenü öffnen. Nee, nicht mit der Ladung. Einmal durch die Fahrzeuge hüpfen. Da. Weil der hat das eine Feld fertig. Müssen wir den jetzt einmal umsetzen. Dann kann er nämlich jetzt das Feld hier machen in der Zwischenzeit, wo wir verkaufen gehen. Zack, aussteigen, hüpfen, fertig, Abfahrt. Kommst du klar, Biene? Ja. Danke. Ja. Gleich sammeln. Einsammeln noch. Wenn du Zeit hast, ja.
Dann hole ich mir meinen anderen Traktor runter. Helfer. Dann kann der das einsammeln. Ja, nur wenn du Zeit hast. Ja, ich habe ja noch zu tun. Oh, wir hatten da Solarpanels bei sich stehen. Ich? Aha. Da, wo meine... Gewächshäuser. Genau, danke. Bitte. Standen oder stehen? Stehen. Okay. Also wir haben sogar festgestellt, du kannst die Gräben arbeiten. Ja. Was kann man? Die Gräben auch schon bearbeiten, gesagt, dass du sie anheben kannst. Wie jetzt bei deinen Gewächshäusern dazwischen, die Gräben. Ja. Ah, ja. Okay. Ach, du meinst jetzt Kenny. Ja. Ja, aber das wusste ich ja schon. Ich habe ja den Graben bei mir auf dem Grundstück auch schon bearbeitet. Ach so, okay. Ja. Ich bin schon wieder voll, ey. Hör auf, so viel zu trinken. Dabei habe ich gar nichts zu trinken, das ist viel schlimmer. Oh. Ich auch nicht, ich sitze im Trockenen. Im Trockenen, oh, armer Bier. Ja. Hanke, machst du denn hier mal so einen Weg hin, dass wir hier eine vernünftige Anfahrtsschneise zum Allesverkauf haben? Ja. Kann ich demnächst mal machen. Überladen starten. Wow. Wenn ich Zeit habe, ne? Jo. Das ging schnell. 21.000 Flocken. So, ich habe die Schnauze voll mit dem kleinen Anhänger. So. Jetzt überlegt mal, Leute, ja, mit 16.000 Litern Holz. Komm gleich. Oh, da könnten wir so viel machen. Hm? Wo kommst du gleich? Hm? Ich will es nicht wissen. Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Ach, Biene ist eben kurz raus. Hm? Hey, was macht der denn jetzt hier? Im Notfall viele, viele bunte Smarties. Nein. Ja. Die Smarties machen würde, wäre ich ja schon glücklich. Pommes. Ja. Pommes. Mit dem Doppelwopper. Ja. Hunger. Nee. Da hab ich jetzt Pommes. So viel Hunger drauf. Das reicht. Ja, danke, ich auch. Der ist am Arbeiten, das ist sehr schön. Die Pommes vom Burger King und schönen Doppelwopper. Hier steht ein Helfer, der mit dem Baum kuschelt. Das ist mein Helfer, der Kuschelige. Okay, wollte ja nur sagen. Bei Feld 198 steht da dumm rum. Ah, der ist so dämlich. Ja. Oh. Manche sind es. 198? Ja. Ist oben. Direkt am Shop. Ja, was macht der da? Pause. Schaut sich den neuesten Tracker an. Ist ja doof. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze klappt hier. Hallo, ich sehe nichts. Fahr mal weiter. So, weil wir haben ja hier zwei verschiedene Paletten stehen, nämlich Traubensaft und Tomatensaft. Jetzt gucke ich einmal, wie die Preise sind, wo ich da schönen Trauben- bzw. Tomatensaft verkaufen kann. Oder ob es nur eine Verkaufsstelle gibt, was ich ja nicht hoffe. Also für Kaffeebohnen, für Roh kriegst du erstmal 3000 Flocken, geröstet nur noch 1600. Also da ist die Frage, wie ist der Umrechnungspart? Was geröstet, bekommst du weniger? Ja, ich weiß halt nicht, ne, wie viel Kaffeebohnen roh so. Du brauchst, um geröstete herzustellen. Ja, deshalb, ja, genau. Ne, aber roh kriegst du doppelt so viel wie für die gerösteten. Also je nachdem, wie da der Umrechnungsfaktor ist.
Oh, wir haben nur noch den Allesverkauf für Traubensaft, für Bauerntraubensaft und Tomatensaft. Ja, Okay. momentan ja. Und aktuell ist der Preis ja voll im Keller. Für beides habe ich jetzt nicht geguckt. So. Ja. Gucken wir mal. Was haben wir denn mehr? Nee, nach oben. War der ganz oben. Weil den So. können wir ja nicht in unser schickes Palettenlager einlagern. Deswegen, ja, so hier mal Trauben und Tomaten. Jetzt geht's los. Jetzt Traubensaft haben wir geht's mehr, das los. heißt, den Traubensaft verkaufen wir. Ey. Lagert irgendjemand was aus? Noch nicht. Ich zumindest nicht. Hallo? Ah, jetzt. Also wann der hier die Palette nimmt und wann nicht, da bin ich mit dem noch nicht komme ich noch nicht mit dem auf einen Nenner. Er fährt immer in Richtung Fahrtrichtung nimmt er auf. Nur im. Ja, Ja, aber da sind rechts oder links? Wellen. Weil jetzt nimmt er gerade auch auf der rechten Seite auf. Okay. Und zwar am Hinterreifen. Okay. Ja. Und das ist das, womit ich gerade noch mit ihm etwas auf Kriegsfuß stehe. Wann nimmt er und wo nimmt er? Ja, kriegst du schon hin. Tomaten und Tomaten. Ich hab's geahnt. So. Dann Also schieben wir die jetzt einmal. ich weiß nur, dass da keine unterschiedlichen Produkte auflädt. Ja. Dadurch auch nichts gecrashed wird. Ja, das ist definitiv schon mal eine gute Sache. Ja, ne? Schieben wir die Paletten mal gerade ein Stück durch, weil wir ja gerade keine Tomatenpaletten laden, sondern nur Weintrauben. Und was kommt natürlich raus? Tomate. So, jetzt haben wir nur noch eine Palette Platz. Und was kommt Und raus? Tomate. sehr wahrscheinlich, ich rechne damit schon. Okay. Helfer G ist fertig. Mann, deine Helfer sind alle fertig. Sind die Fix. fertig mit der Und. Welt? Nein, es kam mal wieder Traube raus. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, doch nicht. Auch Tomate. So, das heißt, jetzt muss ich einen zweiten Anhänger kaufen, damit ich die ganzen Tomatendinger aufladen kann. So, fahr doch das erstmal weg und dann fährst du Tomaten weg und dann musst du das Ich habe erstmal mal gerade holen. 3000 Liter geladen. Für 3000 Liter fahre ich Ja. jetzt nicht los. Stellt sich aber auch an. Ja, meistens vorne. Das war mir klar, Kenny. Wenn du mir so eine Vorlage gibst, also, ne? So. Rum hier. Nicht da rein, nein. Da. Wahnsinn. Dann. Ja. Hat das auch gerade bei dir so geruckt? Ja. Der ist bei Anhänger drin, haben wir ja gesagt, ganz hinten. Schade, dass man da nur 16.000 reinkriegt. Toll. Entweder du kriegst 16 Kubikmeter Honig rein oder 16.000 Liter von den anderen Sachen. Finde den Fehler. Ja. Was war noch ein Feld, Kenny, wo ich gemäht hatte? Herr Hanke, welches Feld soll ich noch Ja. machen?
Die unten hast du fertig beide? Ja, die brauche ich bloß noch einsammeln. Dann mach mal. Weiß ich gar nicht, wo Biene jetzt im Gange ist. Warte mal, ich muss mal hier runter. Wie hast du 174, 175 schon fertig gemacht? Ja, die habe ich, ja. Auch gesammelt schon? Nein, nein, nur geschwartet. Ich wollte das andere noch Biene, schwarz. hast du 218 schon gemacht? Yep. Aber wir hatten doch noch eins, also okay. Dann brauchst du nichts mehr abnehmen, Dirk. Gut, den Eisgrill dann sammle ich. Du musst noch oberhalb der Stadt oben noch mähen und alles. Also das kannst du auch erstmal noch lassen und machst erstmal unten jetzt noch fertig. Mach mal eben mal fertig, die zwei Felder, okay. Genau. Und dann die Aber wir anderen hatten oben. doch das, was wir am Anfang gemäht hatten. Welches war denn das? Das erste. 177. Ach, hast du die noch nicht? Nee, das habe ich Fahr nicht. mal ein Stück und dann auf der linken Seite gleich. Weil ich sehe ja, wo du gerade bist. Ah, da ist da vorne. Ja. Da fährt die Biene. Also das haben wir gar noch nicht gemäht, oder was? Also 177 müsstest du eigentlich schon gemäht haben. Weil das sah vorhin zumindest so aus, als ob es gemäht worden Ey, wäre. das ist doch keine Strecke, übers Feld zu fahren da. Fahr Ja, gefälligst aber in der da ist ja Einfahrt rein. das gemäht, Nee. dieses, aber das Gras ist ja nicht mehr da. Hat schon jemand geholt? Was? Hat 177 jemand gesammelt? Ich nicht. Nee. Nee. Weil das war unser Feld und unser Feld ist noch nicht von uns gesammelt worden. Ich nicht. Ich bin bei 191. 172. Aber da ist ja nichts. 218 war ich. Da ist kein Gras mehr, Nee. Ja, hat jemand Diebstahl begangen? hä? Ja. Ja, das war der Pole und der Mann wahrscheinlich. Es gibt eine Anzeige. Also ich hab's nicht Unglaublich. gemacht. Nee, kann ja passieren, aber wer? Weiß ich nicht. Wann hast du das denn gemäht? Vorhin? Nee, das Das haben wir als war das erstes Erste, gemerkt, was oder? wie sie gemäht Ja. hat heute. Ne, da war ich nicht in der Nähe, noch nicht mal in der Nähe. Ich hab so, war nur vorhin bei deiner, bei deinem Sägewerk und hab da Hackschnitzel hingebracht. Ja, ich weiß. Alles Das habe ich gut. nicht und da hatte ich mir keinen Ladewagen mit. Nee, hätte ja sein können, dass Dirk jetzt gerade vielleicht die Felder vertauscht hat. Kann ja passieren. Ja. Nein. Doch, kann passieren. Wir Wo sind sind alles die nur Menschen. 177? Neben der Rennstrecke. Und unten links neben der Rennstrecke. Da? Nee. Nee, da war ich nicht. Okay. Ich habe oben nur verkauft und vielleicht doch schon eingesammelt. Nee, ich habe ja zuerst das 22 eingesammelt. Ja. Vielleicht Kenny irgendwas eingesammelt. Nein, da noch nicht, weil ich habe hier neben die 182 gemacht und habe dann das Pflügen angefangen, weil die 182 halt Auftrag war mit Ballenladewagen und sonst habe ich halt noch Und nichts gemacht. dann hast du das gesammelt, okay. Dann habe ich da gesammelt, aber Das nicht brauchen die wir gar nicht. 177. Gut, ist ein kleines Feld, das ist nicht so viel drauf. Ja, aber trotzdem. Da habe ich nichts dran gearbeitet. Aber schon komisch. Ja, vielleicht hat es auch irgendwie weggespawnt oder so. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Gut, aber das Na, heißt, du Biene, bist soweit parkst du fertig. ein? Dann Dann hol. oben Dann nehme ich. am. Nur in Rasenmäher. Ja, ich nehme jetzt noch die anderen zusammen, bevor sie auch weg sind. Welche anderen? Dann Die kannst du die und. beiden Ladewagen mal eben zum Shop bringen, die wir 100, auch was oben war stehen das? haben. 74, 75. Mache ich jetzt noch. Die hast du noch nicht gemacht. Nur geschwartet, aber noch nicht zusammen gemacht. Ja, dann mach das erstmal. Oh, das auch wieder auf wundersame Weise verschwindet. Ja.
So, kann der Helfer hier wieder weiterarbeiten? Dann kann ich hier noch mich weiter beladen. Helfer B wird blockiert. Ja, alles gut. Das war, weil ich ausgestiegen bin, um durch die Fahrzeuge zu hüpfen. Hüpf, hüpf, Kenny, du Hüpfer, du junger Hüpfer. Aber Ja. sowas von. Zum Hofshop jetzt oder zu dem Shop? Zu den Shop. Und Ah. beide verkaufen. Okay. Ich darf was verkaufen. Heute ist ein Glückstag. Und du darfst gleich noch mehr verkaufen, wenn du möchtest. Oje. Oh je, sagt sein. Wenn sie nicht weiß, was auf sie zukommt, kann sie ja ruhig Oje sagen. Sie darf dann noch mehr verkaufen. Sie darf gleich noch die Gewächshäuser alle leer verkaufen. Kann man mal machen. Muss Kamine man echt. aufmachen. So. Jetzt geh mal. Lass mal was anderes zu tun. Jetzt ist Bina am Überlegen, wo sie hin muss. Sieht zumindest so aus. So, wieder schön nah ranfahren hier. Aber er lädt immer nur eine Palette, ne? Der kann nicht mehrere gleichzeitig laden. Zumindest habe ich so das Gefühl. Wie verkaufen oder was? Beim Verkaufen, da macht er alles gleichzeitig. Ja. Aber beladen. Ja, er macht das wie bei den anderen. Er macht immer eine Palette nacheinander. Braucht ein bisschen länger, aber ich finde den auch wie cool, den Hänger.